Ob auf den eigenen zwei Beinen oder auf zwei Rädern oder auf zwei Schienen. Es gibt viele Möglichkeiten, Postbauer Heng stressfrei zu erreichen. Die Lage der Marktgemeinde zwischen dem fränkischen Nürnberg und dem oberpfälzischen Neumarkt macht sie zu einem Ort, der optimal ist für alle, die auf der Durchreise sind. Doch genauso viele gute Gründe gibt es, etwas länger zu bleiben. Für Sportliche ist Postbauer Heng zentraler Ausgangspunkt inmitten eines vielfältigen Netzes an Rad- und Wanderwegen. Ein Highlight? Der Weg der Poesie, bei dem man sozusagen zwischen den Zeilen lesen und laufen kann. Seit Sommer 2013 gibt es im Zentrum der Gemeinde eine äußerst preisgünstige Unterbringung für Radler. Im sogenannten Radlerstall, einem umgebauten Posthalterhaus, können 4 Personen auch recht spontan übernachten. Brötchen gibt's beim Bäcker ums Eck und die nette Nachbarin kümmert sich persönlich um jeden Gast. Nur wenige Meter vom Ortskern entfernt lädt das Naturbad im Sommer zu einer kostenlosen Abkühlung ein. Das Wasser wird durch spezielle Pflanzen und komplett ohne Chemie sauber gehalten. Das gepflegte Gelände bietet alles für einen ganzen Tag Familienspaß im kühlen Nass. Ein besonderes Ausflugsziel, nicht nur für Familien, ist der Gradelhof. In dem privaten Aussiedlerhof finden sich alle Tiere, mit denen vor allem der Nachwuchs gerne auf Tuch- bzw. Fellfühlung geht. Spielplatz und Streichelzoo in einem. Weder im Ortskern von Postbauer Heng noch in den Ortsteilen werden früh die Gehsteige hochgeklappt. Je später der Abend, desto lieber die Gäste. Das gilt für alle hiesigen Eisdielen, Cafés und Restaurants, in denen man schnell mit den Einwohnern ins Gespräch kommt. An vielen Abenden lädt der Verein Kisch Fans von live gespielter Rockmusik in das Sportheim Heng. Doch das ist nur einer von zahlreichen Vereinen, die das Leben in der Marktgemeinde auf vielfältige Weise bereichern. Die Marktgemeinde Postbauer Heng in ihrer heutigen Form entstand zwar erst in den 70er Jahren durch die Gemeindegebietsreform, und dennoch findet man überall Orte und Landschaften, die auf eine ältere Geschichte zurückblicken können. Neben den Kapellen in Chemnat, Buch und Köstelbach erinnert das Deutschordensschloss an die Zeit, als die gleichnamigen Ritter das Leben in der Region prägten. Heute wird ihr alter Sitz für stilvolle Kabarett- und Konzertveranstaltungen genutzt. Einem der ältesten Stücke aus der Vergangenheit wurde erst jüngst ein Denkmal gesetzt. Der sogenannte Goldkegelplatz. Am Rande der Gemeinde gelegen, erinnert er an den Fund eines Artefaktes aus der Bronzezeit. Ein vergrößertes Abbild dieses Kegels, nahe der Fundstelle, ist inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. All das macht Postbauer Heng ganz schön lebenswert. Und zu einer Gemeinde, die man definitiv nicht nur auf einer Postkarte gesehen haben sollte.